Und dann sind wir auch schon zurück zu einer weiteren Runde von Inazuma Eleven 2 Feuersturm. Endlich zurück nach einem Tag Pause. Tut mir leid. Real life. Ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Jedenfalls könnte das bis zu Halloween jetzt noch öfter passieren, dass es ab und an ausfällt. Ich tue mein Möglichstes, dass das nicht passiert, aber ich kann es halt nicht versprechen. Wo waren wir stehen geblieben? Warum haben wir Tori dabei? Husch, husch! Auf die Bank. Oh, wir sind einer weniger. Ach, Frosty Bosty, du hast das dich entschieden. Ach ja, du hast dich ja entschieden, uns zu verraten, du Sau. So. Marc, bist du bereit? Ich denke schon. Ich hoffe, es geht Frost gut. Wir sollten noch einmal mit ihm reden, bevor wir zum Hauptquartier von Aegis aufbrechen. Frost, geht es dir gut? Kannst du laufen? Ja, mir geht's gut. Keine Sorge. Ihr kriegt euch jetzt also auch schon untereinander in die Haare, was? Typisch. Wer bist du? Sehen scheint sich für euch zu interessieren. Also wollte ich mir auch ein Bild machen. Aber mir ist schleierhaft, warum er seine Zeit mit so einem kläglichen Team verschwendet. Sehen, sagst du? Bist du etwa von Aegis? Sieh an, du hast es tatsächlich herausbekommen. Mein Name ist Torch, Kapitän von Prominence. Wir kommen von der Aegis Academy. Prominence? Heißt das etwa, dass Aegis noch mehr Teams hat? Ich dachte, Genesis wäre das letzte. Ich werde euch hinwegfegen, bevor sie mir zuvorkommt. Dann wird weiter klar werden, wie stark ich bin. Und dann halten wir den Rang von Genesis. Den Rang von Genesis? Wovon redest du? Ha! Als ob ich dir das verraten würde. Ich bin nur hier, um euch in den Boden zu stampfen. Also, fangen wir an! Aber außer dir ist niemand hier. Willst du gegen uns allein gegen uns antreten? Ich will euch bloß eine kleine Chance einräumen. Seht es als eine gnädige Geste. Was? Pass auf, was du sagst, du Flegel! Tori, pass auf! Da waren so viele A's, da wusste ich nicht, wie viel Intensivität ich da reinlegen sollte. Ah! Tori, geht es dir gut? Was für eine Kraft. Er steht Sine nichts nach. Ich werde euch einheizen, bis euer Team in Schutt und Asche liegt. Sylvia, Frost, pass auf, der Ball! Sylvia, Vorsicht! Sylvia, ist alles in Ordnung? Was du bist? Du bist Aphrodite! Seid ihr beiden unverletzt? Ja, danke! Aphrodite! Lange nicht gesehen, Marc. Wer ist dieser Typ? Er ist der Kapitän von Zeus. Sie haben im Finale der Football Frontier gegen Raimon gespielt. Was machst du hier, Aphrodite? Hat Ray Dark dich beauftragt, uns auszuspionieren? Ich bin kein Untergebener von Ray Dark mehr. Ich bin aus freien Stücken hier. Victoria! Marc! Papa, was machst du denn hier? Und der Geschäftsführer? Was ist hier los? Nun ja, es war der Premierminister, der die Mannschaft der Zeus hierher gebracht hat. Das hat er getan? Ich habe versprochen, euch zu helfen, wo ich nur kann. Und da habe ich darüber nachgedacht, wie man Aegis besiegen könnte. Ich hatte gehört, dass das Team Zeus nicht mehr unter dem Kommando von Ray Dark steht und nur auf eigene Faust trainiert. Ich habe sie hierher gebeten, damit ihr euch zusammenschließen könnt, aber... Wir wussten nicht, dass das passieren würde. Ich weiß, was mit Zeus geschehen ist. Trotz göttlicher Kräfte haben sie nicht gesiegt. Sie sind für niemanden mehr von Nutzen. Ich habe keine göttlichen Kräfte mehr. Und es würde auch keinen Unterschied machen, wenn ich sie hätte.
Mark hat uns klargemacht, dass die Kraft der Menschen viel stärker ist als unechte göttliche Kräfte. Aphrodite! Leeres Geschwätz. Ohne euer kostbares Wasser der Götter seid ihr wertlos. Nur durch das Wasser der Götter habt ihr eure Kräfte erhalten. Ich brauche kein Wasser der Götter mehr. Ich habe etwas Wichtiges gelernt. Ich habe gelernt, dass man durch jeden Sturz stärker wird. Man muss nur wieder aufstehen. Was für ein rührseliger Unsinn. Ich bin wegen Raimon gekommen. Du stehst mir im Weg. Wenn du es also so sehr schätzt zu stürzen, dann kann ich dir helfen. Und ich werde sicher gehen, dass du nicht wieder aufstehst. Versuch es doch einfach. Elf gegen Zeus? Überlass das mir, Mark. Also gut. Irgendetwas sagt mir, dass ich dir vertrauen kann. Danke. Also, fangen wir an. Unglaublich. Aphrodite kann es tatsächlich mit Torch aufnehmen. Ich glaube, Torch spielt nicht mit all seiner Kraft. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Du bist zäher als dieses Gesindel von der Raimon Junior High. Ich bin jedoch unermesslich viel stärker. Ich bin sogar stärker, als Gemini und Epsilon mit Hilfe des Eliostein waren. Eliostein? Wovon redet er? Bist du bereit für eine Strafe des Himmels? Göttliche Weisheit! Das ist sie! Das ist die Spezialtechnik von Zeus! Göttliche Weisheit! Schießt er ein Tor? Er ist sogar noch stärker als mit dem Wasser der Götter. Es hat ihm wohl viel gelehrt, gegen Mark zu verlieren. Unglaublich, Mark. Du bist tatsächlich ein sehr interessanter Mensch. Doch es ist Zeit, dieses läppische Spiel zu beenden. Mannschaft, wir brechen auf! In aller Welt war das? Mein ganzer Körper kribbelt. War das? Wie konnten sie es so schnell schaffen? Ja, du, Javier. Du redest zu viel, Torch. Halt dich daraus, Sehen. Hat Vater dies angeordnet? Ich bezweifle es. Zurück zum Stützpunkt, Torch. Du hältst dich wohl für einen Heiligen, was? Hey, Aphrodite, alles in Ordnung? Es ist nichts. Der Schuss hat mich nur gestreift, mehr nicht. Das war nicht meine beste Leistung bei diesem kleinen Spiel. Ich werde noch stärker werden und Vater um die Gelegenheit bitten, den Rang von Genesis zu gewinnen. Gewöhn dich gar nicht erst daran, Sehen. Du kannst den Rang nicht ewig behalten. Tu, was du möchtest, Torch. Javier! Mark, wir erwarten dich in unserem Hauptquartier, dem Labor der Sternenschüler. Lass uns beide unser Bestes geben, Mark, für alles, woran wir glauben. Ich werde niemals einen Menschen hintergehen, den ich liebe. Ich werde ihn niemals hintergehen. Geht es nur mir so, oder macht es den Anschein, als würde er direkt zur Trainerin Lina sprechen? Bis dann, Mark. Verflixt! Trainerin Lina, wir sollten sofort zu diesem Sternen-sonst-was-Zentrum aufbrechen. Nein, ich breche unseren Plan ab. Was? Aber warum? Diese Technik war die Supernova, die stärkste Technik, die Elios zur Verfügung hat. Ich wollte eigentlich bei ihrem Hauptquartier sein, bevor sie diese Technik meistern. Dann hätten wir eine Chance gehabt. Aber jetzt? Jetzt ist es zu spät. Und wie können wir sie jetzt besiegen? Was ist denn in Sie gefahren, Trainerin Lina? Wie können Sie so sicher sein, dass wir verlieren? Wir hätten doch gar keine Gelegenheit, Ihnen die Stirn zu bieten. Aber du hast doch auch, das ist doch auch gesehen, Mark. Wie sollen normale Menschen wie wir mit so einer Technik fertig werden?
Wir müssen einfach so hart wie möglich trainieren und noch stärker werden. Kommt schon, Leute. Erinnert ihr euch nicht mehr? Es ist noch nicht lange her, dass wir gegen niemanden gewinnen konnten. Wir hatten nur den Willen, stärker zu werden. Ausrufezeichen. Und wir haben trainiert, als würde unser Leben davon abhängen. Dumm nur, dass keiner sich daran erinnern kann, weil bis auf Silvia und was halt der in dieser Cutscene nicht da ist, keiner aus der alten Mannschaft, also aus der ganz alten Mannschaft vorhanden ist. Axel ist ja so gesehen erst später dazu gekommen. So müssen wir es wieder machen. Wir brauchen ein super, super, super Training. Marc. Marc hat recht. Wir können jetzt keinen Rückzieher machen. Ja, alles, was wir jetzt noch tun können, ist zu trainieren. So viel wie irgend möglich. Alles klar, Marc. Auf geht's. Dieses Training. Kann ich euch dabei helfen? Ja, Zeus wäre ein perfekter Trainingspartner. Ich finde die Idee großartig. Ich habe sie schließlich hergebracht, um euch zu helfen. Wir haben uns schon alle gefreut, wieder gegen deine Mannschaft zu spielen, Marc. Menschen gegen Menschen. Danke, Aphrodite. Wir würden sehr gerne gegen euch spielen. Aber dieser Junge von Aegis war schon recht ruppig, nicht wahr? Ich kann diesen Einschuss immer noch spüren. Du Armer, du bist jetzt bestimmt ganz fertig. Hier hast du etwas zu trinken. Oh, danke sehr. Na, ein bisschen Wasser der Götter, mehr nicht. Was? Scott, ist doch nur Spaß. Zeus war mal unser erbitterter Feind. Aber jetzt können wir zusammen lachen. Vielleicht können wir das eines Tages auch, Ravir. Sag Aphrodite Bescheid, wenn du mit dem Training beginnen möchtest. Trainingsspiel gegen Zeus. Ha. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Aegis hat vor kurzem aufgehört, weitere Schulen zu zerstören. Das verdankt mir der Raimon-Elf. Danke. Andererseits bedeutet das, dass Aegis ein neues Ziel verfolgt. Jetzt wollen sie nur noch Raimon besiegen. Natürlich, die Raimon-Elf ist die größte Bedrohung für Aegis. Es leuchtet ein, dass Aegis sich darauf konzentriert, Raimon zu stoppen. Sie fühlen sich wahrscheinlich in die Enge getrieben. Ja, wir müssen wachsam bleiben. Dieser Junge, der mit Marc gesprochen hat, Javier Foster, richtig? Bei dem frage ich mich... Er hat auf mich nicht wie ein Alien gewirkt, aber er ist der Kapitän von Genesis. Sind die Spieler von Aegis wirklich Aliens? Du erinnerst dich doch, wie das mit Axel war. Möglicherweise werben die Aliens talentierte Menschen ab. Was denken Sie, Trainerin Lina? Ich habe dazu keine Informationen. Ich verstehe. Der Kampf gegen Aegis wird nur noch härter werden. Aber wir wünschen euch viel Glück. Gebt im Finalspiel gegen Aegis euer Bestes. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen, wenn ich daran denke. Hallo, Aphrodite. Ein bisschen bammelt es mir auch von dir. Gott, was ist aus dieser Haltung? Oh, wir fegen euch mal eben vom Platz geworden. Stattdessen ist es so, ich will nicht gegen euch spielen. Bitte macht mich nicht fertig. Ich brauche dringend einen Imagewechsel. Bist du bereit für das Freundschaftsspiel gegen uns? Naja, bereit bin ich nicht, aber hey, lass uns einfach mal gucken, wo wir landen, okay? Ja, mein Touchpad ist bereit. Aphrodite, lass uns das Match diesmal fair spielen, ohne das Wasser der Götter. Ha, keine Angst. Ich bin stark genug, um euch ohne Hilfsmittel entgegenzutreten. Auf geht's! Spielen wir nicht ein oder zwei Halbzeiten? Das ist wichtig für meinen Schnitt. Das muss ich wissen. Ich will doch nur wechseln. Gott, wie soll das jetzt schon werden, wenn ich jetzt schon Probleme habe, den Cursor zu treffen? Der war Poseidon war Erde, ne? Schön. So, Stucki, du bleibst mal eine Runde auf der Pause. Du Runde auf der Pause bleibst, weil wir können dich super als Bait benutzen. Meine lieben Zeus, Leute.
Wow, Technik Plus auch noch. Oh, Block, Block, Block. Scheibe. Du Sau. Okay, nur er ist der Einzige, der nicht blocken kann. Das heißt, das ist unsere Linke. Das heißt, ich muss Stocki gleich wieder umstellen. Gut, dass das jetzt noch geht. Da muss sie nämlich auf der Seite stehen. Da macht das Ganze auch Sinn. Mal gucken, ob das ankommt. Ich bin gespannt. Sauber durchgegangen. Es wundert mich, dass er überhaupt eine Technik dafür raushauen muss. Okay, das war dann wahrscheinlich auch mit seiner letzten Technik, die er heute eingesetzt hat. Oh, Aber das war doch mein Ball. War es genau das richtige Wort? Uns läuft hier allmählich die... Oh, okay. Hier gehen wir ein bisschen hoch. Oh, wie schön, dass das Axel der Ausführende ist. Der hat nämlich keine Verteidigungstechnik. Oh, braucht er auch nicht. Sehr schön. Na, kann er sich da durchsetzen? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. So, kriegen wir jetzt den Ball? Ein Mist nur eigentlich. Der hat ja keine Dingsens. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Zeit für ein Déjà-vu. Ah, so Déjà-vu. Sehr schön. Ich meine, es ist zwar schön und gut, dass Poseidon so kraftvoll ist, was die Techniken angeht, aber er verbraucht dabei so viel TP. Er ist wie so ein Scheunendrescher. Auch das kommt mir bekannt vor. Auch das kommt mir bekannt vor. Fickt Axel jetzt weg? Auch das kommt mir bekannt vor. Das ist ein Spiel der Déjà-vus. Ich wollte eigentlich das Spiel pausieren. Achso, sie ist im Elementnachteil, alles klar. Tschüss, Tori. Der wird wohl oft von da schießen, nehme ich an. Ich liebe euch ja damit, das mal auszuprobieren, aber bleiben wir mal da. Es müsste eigentlich reichen. Und ja, und wie das reicht. Ich hätte vielleicht mal vorher auf seine TP gucken sollen. Da zeigt sich mal wieder, wie geistig hell ich heute bin. Werfen wir unsere TP gleich zum Fenster raus. Gibst du den her? Na, hoffentlich wird das jetzt kein Tor. Das wäre richtig ärgerlich. Ja, das ist richtig ärgerlich. Der war eigentlich safe. Tor! Ihr seid unwürdig. So viel zum Thema Freundschaftsspiel. Weil wir machen hier ein Freundschaftsspiel und er kommt an mit, ihr seid unwürdig. Ne, jetzt ist eh gleich Halbzeit. Gut, dass wir zwei davon haben.
Markilein, wie sieht es eigentlich mit deinem TP aus? Ziemlich schlecht. Wir können dir keine Items geben, ne? Natürlich nicht. Okay. Alter, wie mies ist das denn? Er hat keine TP mehr. Ich kann die TP nicht auffüllen. Und ich kann ihn... Oh, er kann auf dem Feld bleiben. Okay. Bitteschön. So, jetzt haben wir wenigstens einen Torwart mit TP. Das ist doch auch was. So. Oh, ich hätte vielleicht... das war vielleicht nicht so schlau. Na, versuchen wir mal einfach rumzugrätschen. Ja, warum nicht gleich zu dritt? Am besten gleich die ganze Mannschaft drauf. Einfach alle auf ihn drauf. Ich wollte gerade sagen, da musste Frost jetzt ein bisschen rennen, weil den Zweikampf gegen den Typen, da gewinnt er nämlich nicht. So. Axel bei Gelegenheit noch eine Verteidigungstechnik beibringen. Das sieht jetzt ziemlich düster für uns aus. Level up! Wieso bringe ich Frost eigentlich eine Verteidigungstechnik oder ein Dribbling bei, wenn er das eh immer verliert? Booyah! Umnieten! Tori muss da raus. Oh, dann machen wir das mal. Das hat ja sehr gut funktioniert. Wenigstens kann er nur noch normal schießen. Aber wir machen trotzdem Kraftschild. Ernsthaft? Die wollen mich doch verarschen. Tor! Ihr seid unwürdig. Ja, ja, da stimme ich dir zu. Ja, geht das schon wieder los. So. Bis das Spiel vorbei ist, hält die harte Verhandlung. Alter, gibst du mir den wieder her? So, das ist das schlechteste Spiel unserer Laufbahn und das will was heißen. So, dafür wird jemand bluten müssen. So, das hätte auch anders aussehen können. Die zwei Tore hätten da nicht sein müssen. So. So, dann klappt das auch mal wenigstens. Nett. Na schön, wir stehen da zu dritt und er so, ich gehe da durch. Ich kann das, weil ich es kann. Oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Wir wissen, was beim letzten Mal passiert ist, als er geschossen hat. Ich hätte
Dingsens im Tor stehen lassen. Warum haben wir überhaupt einen Torwart im Team? Ha, sterbliche Narren. Ja. Welche Affinität hat Dingsens? Wind. Was für 46? So, schauen wir uns mal an, was daraus wird. So. Und da sage mal, einer Langstreckenschuss, das wäre nicht OP. Weiter so, Raimon! Er kam, er sah, er machte Hackfleisch. Ja, bumm. Ja, das war wirklich bumm. So, in den paar Sekunden des Schalten. Oh, Entschuldigung. In den paar Sekunden sollten wir das also auch halt noch halten können. Das ist das torreichste Spiel, was wir je hatten. Hi? Bist du platt, wa? Was für ein Sieg! Esst mein Staub! Ja, unglaublich. Einfach unglaublich. Sehe ich auch so. Alter, das war das schlimmste Spiel der Geschichte. Zumindest dieser Let's Play-Geschichte. Ich gehe mich gleich in meine Ecke setzen und gehe mich dann da auch schön brav schämen. So, und bevor wir weitermachen... Oh, Stucki hat endlich mal was gelernt. Wie schön. Jedenfalls, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und setze mich, wie schon gesagt, in meine Schämecke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer.